herzlich willkommen. Mein Name ist Susanne Schöder und ich bin unabhängige Stamping-Up-Demonstratorin und komme aus Bremen. Heute möchte ich dir mal zeigen, dass man auch erstmal dieses tolle Designerpapier super so als Karte in Szene setzen kann, dann aber auch noch drauf kolorieren kann und dann habe ich hier noch den Pickup drauf gesetzt. Und innen habe ich einfach den Text gestempelt und noch einen Rest von dem Designerpapier. Also dieses Designerpapier ist der Hammer, muss ich einfach so sagen. Aber auch hier dieses Stempelset, perfekter Pickup, weil du zu vielen Gelegenheiten hier Texte dabei hast, Grafiken soll ich sagen, oder Geschenke, Bäume, Blumen, Tannenbäume, Wolken, also alles, wirklich alles, was man so braucht. Und ich habe hier einfach nur einmal die Geschenke genommen und die dann halt mit den Blends koloriert. Dazu passend gibt es ja auch die Stanze. Perfekt Pick-up heißt sie. Und ja, das ist also ein schönes Set, wirklich, kann ich empfehlen. Findest du online exklusiv. Dann habe ich hier drauf noch diese selbstklebenden Pailletten, Glitzerpailletten benutzt. Die sind in zwei Größen, einmal hier die kleineren, einmal die größeren und die glitzern wirklich richtig schön. Und dann natürlich dieses wahnsinnig schöne Designerpapier, das hast du bestimmt schon auf vielen Seiten entdeckt. Ich bin ja mal ein bisschen Spätzünder, aber jetzt kommt hier langsam der richtige Herbst-Winter an. Heute Morgen hatten wir 7 Grad und dann ist einem auch danach mal schon mal in die Richtung Weihnachten zu gehen. Jedenfalls brauche ich auch die Temperaturen dafür und nicht 20 Grad. Hier vorne, wie gesagt, siehst du diese tolle Landschaft. Dann sind hier einfach nur so Hintergründe oder auch das. Ich hole wieder mal raus. Ist ja schlimm. So. Einmal diesen Hintergrund. Die Rückseite ist neutral. Dann hast du einmal auch an sich einen tollen Hintergrund. Auch da könnte man super noch einen normalen ausgestanzten Tannenbaum reinsetzen und dann als Karte machen. Das mache ich bestimmt auch nochmal. Dann hier diese Landschaft mit dem Fuchs. Auch da kann man ja weiter kreativ sein, indem man vielleicht noch ein Reh daneben setzt oder. Einmal ein neutraler Hintergrund. Vorne, das ist schon etwas kräftiger. Da würde ich dann an sich ja vorkolorierte Ausstanzung davor oder dazu setzen, weil ich glaube, darauf dann zu kolorieren, das ist ein bisschen zu dunkel. Hier haben wir auch nochmal eine tolle Winterlandschaft, wo du auch super reinstempeln kannst und kolorieren oder Stanzteile reinsetzt oder es einfach so lässt und nur einen Spruch drauf machst. Einmal olivgrün würde ich sagen, Waldmoos Hintergrund und dieses auch voll süß. Dieses kleine Reh und das würde ich einfach so lassen und als Kartenmotiv, also so auf die Karte machen, mit einem schönen Spruch drunter. Hier nochmal so eine ruhige Winterlandschaft in Blautönen. Die Rückseite ist so ein bisschen wie Holz. Hier ist einmal fast maritimes, würde ich sagen. Und die Vorderseite ist so, dass du in den Wald hineinschaust. Auch eine schöne Perspektive. Hier ist es richtig weihnachtlich. Mit einem, würde ich fast sagen, Knusperhäuschen, mit der Beleuchtung, das sieht auch ganz toll aus. Wieder ein dezenter Hintergrund. Und hier ist auch nochmal eine schöne Winterlandschaft, würde ich sagen. In ganz schönen Naturtönen, auch mit Blättern, die darunter fallen. Auch das könnte man ja super ergänzen. Und noch eine Winterlandschaft. Die ist ein bisschen, würde ich mal sagen, abstrakter oder vielleicht halte ich es ja falsch rum. Muss ich mal drehen? Nee, der Baum steht so rum, also gehört es auch so rum. Ja, auch damit kann man sicherlich super Sachen gestalten. Habe ich die Rückseite gezeigt? Nein. Hier, das ist doch auch toll. Alles Tannenbäume. Hatte ich hier die Rückseite gezeigt? Nee, ne? Doch, das hatten wir. Hier ist nochmal ein roter Hintergrund. Und auch nochmal eine Weihnachtslandschaft, Winterlandschaft, nicht Weihnachten. Ich finde, das ist eine Winterlandschaft, das ist nicht unbedingt Weihnachten. Also, und das war's schon. Und das ist das Designerpapier Schlittenfahrt im Schnee. Das ist die Artikelnummer 162118. So, und jetzt fange ich an mit der Karte, die ich dir eben gezeigt habe und die jetzt gerade verschwunden ist. Also, bis gleich. Thank you.
zu stempeln. Dafür nehme ich Memento und Schwarz. Das habe ich mir aufgefüllt. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gefüllt. Meine Stempelmatte. Und mein Chalk. Das sieht doch gut aus. Das Auffüllen hat sich gelohnt. Der kann zur Seite und der kann zur Seite. Und jetzt fange ich an, mein Auto anzumalen. Ich glaube, ich fange jetzt erstmal hier mit Hellglutrot an. Nein, dunkel. Muss noch ein bisschen was Kontrastiges rein. Was habe ich denn hier jetzt? Dunkelrot. Zumindest so ein bisschen. Du kannst, da ist ja auch der Vollstempel bei, den kannst du ja auch benutzen. Aber ich male ja gerne. Von daher male ich hier jetzt mal so ein bisschen rum. Jetzt kommt der dunkle. Nein, der helle. Dunkel und hell. Und das so ein bisschen zu verblenden. Ich finde das immer ganz hübsch, wenn man das so verblendet. Ich finde, das wirkt einfach immer lebendiger. Ich muss mal wieder ein bisschen drehen. Oh, ich glaube, ich habe das hintere Fenster gerade rot gemacht. Dann machen wir das gleich noch mal ein bisschen heller. Da muss ich noch lang. Kann man sich echt drin verlieren in dem Gemale. Einmal. Jetzt habe ich hier noch Aquamarin für die Fenster, für das Fenster. Wird das denn halt nicht mehr so? Dann habe ich mir hier, was habe ich hier denn noch? Einmal Bronze für die Reifen. Hier Dunkelschiefergrau. Und Hellschiefergrau. Und das ist mein Auto. Oh, da hinten können wir noch mal ein bisschen hier die Stoßstange. Ist leider auch rot geworden. Aber mit dunkler geht es ja besser drüber. Und hier vorne mal auch eine Stoßstange von. So. Jetzt kann ich den schon mal ausstanzen. So. Zack.
weg. Jetzt mein schönes Designerpapier. Jetzt lege ich den mir mal dahin, wo ich ihn haben möchte. Ich glaube hier so. Dann ein Bleistift. Und ziehe hier oben, habe ich ein Bild, ja, an der Ladefläche hinten einmal so lang. Hier ist mein Strich. Und da kommt jetzt mein Geschenk hin. Da ist es. Also ich nehme das hohle Geschenk sozusagen, nur die Umrisse, weil ich das da gleich wieder anmalen möchte. Kolorieren hört sich besser an, ne? So. Einmal sauber machen. Da ist mein Memento. Und hier ist ja einmal mein zum Daneben. Stempel mir hier jetzt mein Geschenk drauf. Und das passt dann auch hier mit meinem Auto. Gut. Deckel. Und jetzt wird das Geschenk noch koloriert. Ich habe hier jetzt Hell-Oliv und Dunkel-Oliv. Also alles so in Farben, was dir so gefällt. Ich mache jetzt mal hier mein Geschenk. So. Dann nehme ich hier jetzt Chili. Das ist jetzt dunkel Chili. Dann habe ich hier jetzt Marineblau in Hell. Dann mache ich das mal hier klein. Und den Dunklen. Jetzt fehlt noch die Schleife. Die mache ich in Osterglocke. Jetzt habe ich hier hell. Sehen. Jetzt gehe ich da gleich nochmal mit dunkel drüber. Dann wird es, glaube ich, ein bisschen sichtbarer. Dann. Was nehme ich denn hier nochmal? Was habe ich denn hier? Helle Wassermelone. Mache ich das mit. Und hier hinter. Das mache ich auch in helle Wassermelone. So. Und das müsste dunkler sein. Dunkle Chili geht auch. Da noch so ein. Das war der. Ich kann erstmal gleich Stift sortieren. Hier habe ich jetzt ein Stückchen in Espresso, das ich als Mattung benutzen möchte. Und das soll ja
mein Ziel soll 10x14 werden. Also mache ich das jetzt mal, das war nur so ganz schmal. 10,2 mal 14,2. 1, 2. Und 1, 2. Meine Grundkarte ist ein Aquamarin. Das sollte jetzt passen, ne? Hobby. Schreiben wir mal. Meine Karte zu kurz. 1, 2. 10,5. 14,2. Dann ist das wohl hier optische Täuschung, dass das so aussieht, als wenn es nicht passt. Muss ja passen. Passt aber nicht. Das ist die Plätze hoch. Ach man, Frau Schröder, genau. Dann wird das jetzt passend gemacht. 14,5. Und schon sieht das ganz anders aus. Und hier nehme ich jetzt mal das als mein Maß. Das wäre nur so ungefähr. Möchte ich ja den Teil haben. Das sind jetzt so circa, ich mache mal 3 cm. Schneide ich von der Seite ab. Ein bisschen viel, ne? Weil wenn mein Auto darauf kommt, was jetzt auch verschwunden ist, da ist es. So. Und das alles wegkommt. Dann mache ich das nochmal lieber nur 2. Das ist besser. 2. Und dann passt das so mittig. Sieht doch ganz gut aus. Ja. 10. Und schneid noch was vom Himmel ab auf 14. Jetzt werde ich das schon mal auf meinem Espresso draufkleben. Vor allen Dingen die Ecken, die vergesse ich ja immer gerne. Wie gesagt, das ist nur ein ganz schmaler Rand. Hier auf meine Karte in Aquamarin. Die ist wie immer 21, 14,5 und bei 10,5 gefalzt. Das sind hier so meine Standardmaße. Auto da drauf. Da ist noch einer. Jetzt mal faul und schneid nicht zurecht. Und setze mir den hier genau passend drauf. Das sieht auch schon mal gut aus.
mache ich mir noch ein bisschen Blinky Blinky drauf. Und zwar sind das selbstklebende Glitzerpailletten. Das ist das Schöne an Weihnachten, man kann glitzern, wie man möchte. Na, wir machen noch einen. Doch, so reicht das. Und jetzt kommt innen. Für innen mache ich jetzt nur einmal Grundweiß. Also langsam bin ich wieder zugebaut. In 10 mal 14. Und habe mir gedacht, ich mache da noch so einen Streifen ran von dem übergebliebenen Designerpapier. So 1 cm. 1, 2, ich mache mal 2, 1,5, Kompromiss. Und den setze ich hier so an die Seite ran. So, gerade. Sieht so schief aus, ne? 1,5. Na gut. Wenn das Lineal das sagt, dann muss das ja so sein. Und den schneide ich jetzt noch auf 14 zu. Und klebe mir den da drauf. Ganz an den Rand. Und stempel mir noch einen Text da rein. Einmal wieder meine Matte. Mein Stempel, der ist aus dem Set, und zwar zum Weihnachtsfest jede Menge Freude. Den stempel ich hier unten hin. Zack. Also so ein aufgefälltes Memento-Kissen, das hat schon was. Das kann weg. Das kommt in meine Karte. Und fertig ist meine Karte. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren, dass man auch auf Designerpapier super stempeln kann, um dann halt so eine Karte machen zu können. So, so sieht man es besser, ne? Also ich finde es jedenfalls ganz toll, dass das so zwei-, dreidimensional ist. Im Hintergrund das tolle verschneite Haus, dann hier die Geschenke, das kleine Auto oder Truck. Und innen drin hast du dann auch nochmal einen Text. Und hast auch noch ein Rest mit verbraucht, was wir hier abgeschnitten haben. Ja, das war's von mir für dich für heute. Daumen hoch freut mich immer. Ein Abo umso mehr. Und gerne schick mir auch Fotos von deinen Werken. So wie ich sie vorhin auch schon gezeigt habe, siehst du sie auch gleich nochmal von der lieben Petra. Weil ich finde das wirklich inspirierend zu sehen, wie du was aus meinen Beschreibungen, Anleitungen so bastelst. Also, bis zum nächsten Video. Eure Susanne Schröder. Tschüss. Thank you.